Robert Lewandowski ist mit 32 Jahren immer noch der beste Stürmer der Welt. Aber auch er weiß, in 2 bis 3 Jahren werden die Bayern für ihn einen Nachfolger brauchen. Und sollte Plan A, Erling Haaland, nicht funktionieren, dann braucht es einen Plan B. Und für diesen Plan B gibt es in Portugal einen sehr interessanten Mann. Herzlich willkommen zum Restart von Talentwatch. Mein Name ist Conan und wir kümmern uns in diesem Format um die größten Talente der Fußballwelt. Und eines dieser Talente wird in ein paar Jahren die Nachfolge von Robert Lewandowski im Bayern-Sturm antreten. Der ideale Kandidat wäre natürlich Erling Haaland, aber der wäre verdammt teuer. Jeder einzelne Topclub in Europa will ihn haben und natürlich kann es auch sein, dass er in ein paar Jahren nicht mehr Bundesliga spielen will, sondern lieber nach England oder zum Beispiel nach Spanien gehen will. Und sollte das der Fall sein, bräuchten Salihamidzic und Co. eine Alternative. Und Gerüchten zufolge haben sie diese Alternative gefunden. Die Rede ist von Darwin Núñez von Benfica. Der ist 21 Jahre alt, Mittelstürmer, kommt aus Uruguay und ist laut Transfermarkt.de 25 Millionen Euro wert. Núñez ist keiner aus den klassischen Top-Akademien der Top-Clubs. Nein, der hat sich durchgearbeitet. Schauen wir mal auf seine bisherige Karriere. Am 24. Juni 1999 wurde Darwin Núñez in Artigas in Uruguay geboren. Dort fing er auch an, Fußball zu spielen und mit 14 kam dann der erste Schritt Richtung Profikarriere. Der große Hauptstadtclub Peñarol Montevideo holte ihn in seine Jugendmannschaft und ein paar Jahre später, 2017, kam es dann endlich zum Debüt in der ersten Mannschaft. Im folgenden Jahr spielte er auch regelmäßig, schoss auch Tore und wurde für die U20 von Uruguay nominiert. Und dann, im Sommer 2019, Núñez war 20 Jahre alt, kam der nächste große Schritt in seiner Karriere. Denn der spanische Zweitligist Almería klopfte in Uruguay an. In Almería hatte kurz davor ein saudi-arabischer Investor übernommen und der wollte Talente haben und eines dieser Talente war Núñez. Er verpflichtete Núñez für 4 Millionen Euro und machte ihn damit zum zweiteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. Und dieser Schritt nach Almería war wie ein Katapult für die Karriere von Núñez. Erstens, weil er den großen Schritt, den schweren, von Südamerika nach Europa geschafft hat. Und zweitens, weil er auch sportlich durchgestartet ist. 30 Spiele für Almería in der Liga gemacht, 16 Tore geschossen und das als 20-Jähriger. Schon während dieser ersten Saison bei Almería wurde er dann für die A-Nationalmannschaft nominiert und am Ende des Jahres wurde Benfica auf ihn aufmerksam. Eine der größten Talentschmieden der Welt. Und die meinten es richtig ernst, griffen tief in die Tasche, 24 Millionen Euro tief und machten ihn so zum teuersten Transfer der Geschichte der zweiten spanischen Liga und zum teuersten Neuzugang von Benficas Vereinsgeschichte. Ja, und was muss man können, um der Rekordtransfer von Benfica zu werden? Kurz gesagt, alles. Und das trifft sich gut, denn Núñez ist jetzt schon ein sehr kompletter Stürmer. Athletisch eine Maschine, 1,87 groß, robust und trotzdem wirklich schnell und wendig. Und diese Fähigkeiten übertragen sich auch auf seinen Spielstil. Er ist die ganze Zeit unterwegs, offensiv, mit einem Mega-Drang zum Tor, kann aber auch auf die Außen ausweichen, sucht ständig die Tiefe, die Wege in die Spitze, ist perfekt fürs moderne Umschaltspiel geeignet, mit seiner Reaktionsschnelligkeit, mit seiner Athletik und trotzdem arbeitet er unheimlich viel defensiv mit, was für einen modernen Stürmer ja schon sehr wichtig ist. Man merkt, er ist sehr vielseitig und das ist er auch am Ball, denn trotz seines Körperbaus ist er sehr gut am Ball, hat eine feine Technik, kann sich am Boden im 1 gegen 1 im Dribbling durchsetzen und hat trotzdem die Physis, sich auch in die Box zu stellen zwischen 2 Innenverteidiger und dort ein Kopfballduell zu gewinnen. Er hat das komplette Paket und das sorgt für 12 Tore in 25 Spielen für Benfica in der Liga, Euroleague und im Pokal. Was besonders wichtig ist für einen jungen Stürmer, ist das gesunde Ego und das hat er. Er ist mutig, er probiert Sachen, er geht aufs Tor, aber trotzdem verliert er nie das Auge für den Mitspieler. Und das ist ein Entwicklungsschritt im Vergleich zu Almería, denn da hatte er über die ganze Saison nur 2 Assists und jetzt bei Benfica sind es schon 8. Er hat also eine sehr gute Balance zwischen Toren mit 12 und Assists mit 8. Wahrscheinlich habt ihr gerade den Eindruck, dass ich euch hier den 99 FIFA Potential Spieler vorstelle. Nein, er ist nicht perfekt. Er hat auch Schwächen. Und die größte aus meiner Sicht ist sein linker Fuß, den er zum einen nicht viel einsetzt und zum anderen offensichtlich auch noch nicht so gut austrainiert hat. Und der zweite Punkt wäre auch die Ruhe am Ball. Wir haben gesagt, er probiert viel. Manchmal fehlt ihm so ein bisschen die Ruhe, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber das ist ja was, was man mit dem Alter lernen kann. Zusammengefasst kann man sagen, Darwin hat das Gesamtpaket aus Fähigkeiten, aus den Statistiken und auch aus Entwicklungspotenzial. Die Frage ist, wie weit kann diese Entwicklung gehen?
Und sein aktueller Trainer, die portugiesische Trainerlegende Jorge Jesus, hat über ihn gesagt: Darwin wird ein Weltklasse-Spieler. Ich befürchte, dass ich ihn bald verliere. Darwin ist also ein junger Stürmer mit Weltklasse-Potenzial. Klar, der bombt jetzt noch nicht wie ein Robert Lewandowski und er ist auch noch nicht so eiskalt wie ein Erling Haaland, aber er entwickelt sich sehr schnell und er ist auch ein sehr aktiver, vielleicht sogar flexiblerer Spieler als Haaland in seinen Anlagen. Und es wäre ja auch irgendwie typisch Benfica, wenn sie ihn in ein, zwei Jahren teuer verkaufen, wie sie es vorher gemacht haben mit Joao Felix oder mit Ruben Dias zuletzt. Nur die Ausstiegsklausel, die hat es in sich mit 150 Millionen Euro. Ja, und die Frage ist natürlich, wer kann solche Summen bezahlen? Wo könnte es hingehen für Darwin? Die heißesten Gerüchte gerade sind Bayern, Manchester City und Barcelona. Und speziell Bayern und City macht ja total Sinn, denn die Bayern suchen mittelfristig einen Nachfolger für Lewandowski und City sucht schon eher kurzfristig einen Nachfolger für den dauerverletzten Kun Agüero. Der Haken und irgendwie auch der Witz an der Sache ist natürlich, Bayern und City sind beides Vereine, die unbedingt Haaland haben wollen. Aber wir wissen, Haaland kann nicht für beide spielen und so kann es sehr gut sein, dass der Verlierer Nunez bekommt. Aber versteht mich nicht falsch, wenn Nunez sich so entwickelt wie bisher, dann wird der Verein, der ihn dann irgendwann bekommt, sicher kein Verlierer sein, sondern ein Gewinner. Denn dieser Mann hat alle Fähigkeiten, um absolute Weltklasse zu werden. Athletik, Technik, Arbeitseinstellung und vor allem Torriecher. Was meint ihr, ist Nunez eine gute Alternative für jeden Topclub, der Haaland nicht kriegen wird? Schreibt's in die Kommentare, lasst dabei auch gerne Feedback für unseren Restart von Talentwatch da. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.